Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, jetzt machen wir jetzt nochmal eine kurze Runde Schadensbegrenzung. Das heißt, ich werde natürlich Mausi noch ein bisschen ausnutzen. In der Hinsicht. Und mal hier nochmal ein paar Quests nebenbei machen. Damit das dann auch gut passt nachher. Na, sag mal, ich schieße heute definitiv nicht mit Zielwasser. Na? Da ist er doch. So. Wollen wir hoffen, dass die jetzt klappt, weil dann kriegt sie auch noch mal ein bisschen EP. Dann nutzt sie mich auch gleich mit aus. Nicht, Maus? Okay, Maus ist AFK. Okay, das Tattoo hat sich kurz verabschiedet. Was ist los? Ich hab nur mit dir geredet. Sorry. Okay, jetzt bin ich nicht da, was los. Ja, ja. Ich hab gerade gesagt, dass ich dich ausnutze und so und ja. Ach so, ja, das wird schon standardweise ignoriert, weil ich das schon weiß und dich nutze ich doch auch aus. Ja, ich hab dir gerade EP beschafft. Ja. Ja, toll. Ich hab EP gekriegt. Interessiert mich wurscht heute nicht. Weiß, ich bin da nicht so hinterher. Ja, aber hey, du hast EP gekriegt. Yay, danke, Mann, du bist der Beste. Geht doch, warum nicht gleich so? Gott, jetzt komme ich mir geheuchelt vor. Solange es nicht gehustet ist, ist alles okay. Kommst du dir jetzt gehustet vor? Oh Mann. Was machst du denn gerade Aufregendes? Daten sammeln. Daten sammeln. Ach so, okay. Ja. Voll aufregend, voll spannend. Ja, immer wieder aufs Neue. Was sind das denn für Daten? Spezielle Daten. Also, speziell sogar noch. Zwinker, zwinker. Ach so. Ich sammle auch gerade Daten. Was denn für Daten? Wie viel Raketen brauche ich, um einen Verbrannten hier im Campenpark zu töten? Soll das jetzt ein Witz werden, oder? Nö. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ach Mann, Tati, du bist so schlecht. Ja. Deswegen benutze ich ja auch Raketen. Du ergibst keinen Sinn. Ich ergebe keinen Sinn. Lalalalala. Jetzt kommen mir schon wieder die Maulwurfsratten in den Kopf. So. Schon wieder. Beutet, beutet, beutet. Ja, aber ich benutze doch gerade Raketen. Ja und? Ist das nicht unpraktisch? Nee, die sitzen dann auf den Raketen und sagen beutet, beutet. Achso, die sitzen sogar jetzt noch auf Raketen. Oh, wow. Wow, wow, wow. Und die Raketen wippen dann zum Beat mit. Die Raketen wippen dann, aha. Jetzt stelle ich mir wirklich so eine Maulwurfsratte vor, die auf so einer Rakete gesetzt worden ist und dann, ne? Sieht gut aus, oder? Du hast echt Fantasie. Ich weiß. Sogar und in Farbe sehe ich das. In Farbe auch noch. Mhm. Nicht in schwarz-weiß. Nee. Magenta? Darf ich das offen und ehrlich sagen? Ja. Stimmst du? Da erzählst du den Zuschauern nichts Neues mehr. Oh Mann. Ich bin ja sogar zu doof zum Granatenschmeißen hier, Mann. Oder zum Schrott weit schmeißen.
So, das haben wir fertig. Dann machen wir jetzt erst Futterschlange. So, gucken wir mal. Schnell, 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 schnell. Wo ist er? Da. Na komm, so doof wie ich bist du aber nicht. Nö, ich springe vorher alles in die Luft. Nee, das meine ich nicht. Der hat überlebt, der hat überlebt. Du ziehst ja nicht vorher die Powerrüstung aus, gehst dann auf ein hohes Gebäude und springst dann runter und hast dann vergessen, die Powerrüstung wieder anzuziehen. Doch. Kommt mir bekannt vor. Habe ich schon gemacht. Mehrfach. Das Schlimme ist, wenn dir deine Freunde hinterher springen und das überleben. Was? Okay, Honey. Auf die Plätze. Fertig. Lass mich raten, doch, das ist von Patrick. Auch. Also nicht nur Patrick hat den schon gebracht. Definitiv nicht ich. Nee, du nicht. Du hast als einziges mich noch nicht beim Springen überlebt. Liebling. So, Hotdogs haben wir auch hinter uns. Mann, mein Husten, der nervt. Ich will ihn nicht mehr. Möchtest du meinen Husten sagen? Kaufen? Ich hab meinen Husten schon seit 3 Wochen, also bitte. Spaß. Erleben Sie es selbst. Oh, hallo. Wollen Sie es sprich mich mal in 3 Wochen nochmal an, dass ob er dann nervt, ja? Okay. So, dann geben wir mal Gas. Was hast du gefunden? Ah, ich hab deine Raketenmaulwürfe gefunden. Ah, laufen! Ich habe eine Stelle gefunden, wo ich meinen Brummbrumm wollte ich gerade sagen. Dein Brummbrumm! wir haben heute schon wieder Themen, ey. Wo ich Raketi nutzen kann. Wo du Raketi nutzen kannst. Was ist denn Raketi? Ja, Jetpack. Ach so. Heißt dein Jetpack wirklich Raketi? Mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Lass mich. Ja, ich lass dich, ja. Ich schlängel mich hier gerade irgendwie durch. Und versuch gerade meinen Schrott abzugeben. Okay. Und ich schaffe das sogar noch in Bestzeit. Nein. Ja, ich habe jetzt die Raketenmaulwürfe genommen, die mir jetzt trotzdem noch hinterherlaufen. Du hast gerade deinen Einsatz verpasst. Wieso? Welcher Einsatz? Ich wette doch nicht so gerne. Nur wenn ich gewinne. Ja, also immer. Hallöchen. Gewinne ich immer? Auf ein paar Erkundungen. Glaube ich nicht. Wenn es darum geht, recht zu haben, gewinnst du immer. Da habe ich dich noch nie geschlagen. Ja, du nicht, aber jemand anders könnte es bestimmt schaffen. Okay, sie nennen mir eine Person, die das schon geschafft hat. Danke. Es gibt nichts Besseres als Danke. Wenn man schon nachdenken muss, ja. Doch, Mogwai. Mogwai, ich habe mich nämlich mit Daten vertan, wegen Command & Conquer. Und da hatte ich Unrecht. Da habe ich das nämlich falsch gelesen. Mogwai hatte recht. Siehst du? Mir ist jemand eingefallen. Ich musste zwar lange überlegen, aber mir ist jemand eingefallen. Ich würde jetzt gern klatschen, aber ich habe keinen Bock. Okay. Aber siehst du, ich kann geschlagen werden. Ich bin nicht der Beste. Ja, das stimmt. Da muss man nur die Hand zur Faust machen und ihn dann ins Gesicht hauen. Das stimmt. Kannst du auch geschlagen werden. Ich werde geschlagen. Oh. Das Blöde ist, jetzt man kann man dann nicht zur Polizei gehen und sagen, ne? Wieso? Ja, ist ja Schande. Androhung von Gewalt oder was? Genau. So sei einfach, es ist der Liebesbeweis, das ist die Zärtlichkeit meiner Liebe, weißt du? Die Zärtlichkeit deiner Liebe. Oh. Dann bin ich ja froh, dass du mich ganz doll lieb hast, ne? Meine Liebe ist ein einschlagender Erfolg. Willkommen.
Arsch. Ich bin entzückt, dass sie sich unsere zu viel Lachen verursacht Husten. Und Bauchmuskeln. Das wäre ja schön. Ich bin ihr demütig. Ich fange schon wieder an zu heulen. Dann hätte ich aber ein 18-Pack unten am Bauch liegender. Ich bräuchte nicht mehr trainieren. Ja, ne? So, er hat jetzt endlich den Honig genommen. Auf zum nächsten Quest. Ich bin hier gerade im Speed-Lauf die Questen abgeben. Es ist wunderbar, sie zu sehen. Einfach wunderbar. Oh, was für ein. So, komm. 4, 3. Gib Gas. Jetzt machen wir nochmal einen Jack schnell fertig. Ich hoffe, es pockt jetzt nicht allzu viel noch nebenbei auf. Aua. Aua? Der hat beschosselt. Ja, dann mach's tot. So, viele so einmal kurz anquatschen, so schon mal loslaufen. So, schnell die Kürbisse einsammeln. Er ist immer noch am Quatschen. Und ich habe schon fast alles fertig eingesammelt. Und hier hinten waren die noch. So. Dürfte gereicht haben, oder? Auf die Schnelle. Jawohl. So, auf zur nächsten Quest. Meine Güte, das ist ja jetzt wirklich Windeseile. So. Man kann ja jetzt quasi sagen, ich mache jetzt die ganzen Questen im Speedrun-Modus. Eigentlich sollten auf der Rakete Maulwurfsratten sitzen und nicht dein Popo. Warum mein Popo? Mein armer Hintern. Du hast doch gesagt, du machst sie im, ne? Ja, im Speed-Run-Modus. Das heißt, ich renne. Nicht ich fliege. Das wäre ja dann der Speed-Fly-Modus. Der Speed-Furz-Modus. Ach so. Furz-Modus. Hast du ein Problem damit? Ja. Habe ich was gegen dein Problem? Nein. Hey, kriegst sogar so verzögert die EP, dass ich jetzt hier unten schon bin bei den Daten. Und jetzt erst meine EP krieg ich. So, jetzt schnell die Wasserdaten, dann die DNS abgeben. Und dann gucken wir mal weiter. Müssen wir vielleicht noch einmal Daten abnehmen können. Zieh doch nicht sowas. Ah. Wie gesagt, jetzt alles im Speed-Modus. Was ist los, Maus? Ja, sicher! Sicher? Was ist sicher? Verstehst du? Ist nicht sicher. Das ist eher so unsicher. Sag mal, habt ihr ein Problem? Habt ihr nicht genug Liebe gekriegt, alter Kleinwart? Wer hat nicht genug Liebe gekriegt? Jetzt machst du mich neugierig. Die Flattermänner hier oben. Also. Sind die denn auch schön legendär? Die eine ist. Ja. War, glaube ich, beide, oder? Ich hab keine Ahnung. Ah, sind beide legendär. Jubi. Immer wenn man nur kurz da lang will, ne? Mhm. Auf einer Seite finde ich die jetzt wirklich schön zum Abfarmen. Wenn man jetzt wirklich legendäre Gegenstände braucht, dann findest du die eigentlich wirklich an Sand an Mass. Aber wenn man jetzt wirklich nur mal kurz dahin will, ne? Um irgendwas zu looten oder so, oder irgendeine Quest abzugeben, oder keine Ahnung. Ja, dann stören die Legendären. Los, Bull, mach Support, los, was? Ich soll Support machen? Ja.
Ich treffe die immer nicht. Bei mir landen die immer nie. Ich komm. Aber ich darf Power Armor benutzen, ja? Nicht, dass das wieder gleich so ein Wumpar wird wie mit der. Ja. Okay, Fallout ist bei mir abgeschmiert. Das war dem jetzt zu viel. Er hat gesagt, nee. Nee, zwei sind zu viel. Lass mich raten, du hast irgendwas im Pitboy schnell benutzt. Sowas wie Essen oder Trinken. Dann schmiert das gerne mal ab. Ich hatte doch nur Hunger. Ja, was meinst du, warum ich im Fight vorhin, wo ich Hunger gekriegt habe, nichts gegessen habe? Stell dir mal vor, das passiert dir im Real Life. Du frisst was und du schmierst dann ab. Wir fahren runter. Na, ja, ich bin gleich wieder da. Ja, du wirst ja auch noch total beschossen. Aber guck mal, meine Brüder helfen ja auch. Die da hinten rumeiern. Warte mal, bevor du sie machst, ich brauch die DNS. So, aber die Hunde darf ich machen. Davon stand nichts im Vertrag. Was für ein Vertrag? Weiß ich auch nicht. Ja, guck mal, ich denke, du hast Probleme, dass sie landen. Guck mal hier. Darf ich dich erwürgen? Habe ich noch irgendwas Stärkeres? Na komm, ich darf sie ja nicht zu schnell machen. Ach, die andere ist auch gelandet. Auch wie nett. Ah, ich hab gerade beschlossen, dich nicht mehr zu mögen. Warum landen die Viecher immer bei dir und bei mir nicht? Bei mir tanzen die denn so in der Luft rum. Guck mal. Ich hab keine Ahnung. Aber ich hab beide schon mal zum Regenerieren gebracht. Mhm. Muss aber noch drauf schießen, ne? Ich weiß. Also hause bitte nicht zu sehr runter, dass es dann, wenn ich drauf haue, dann nichts mehr bringt. Ach. Du bist doch gleich schon wieder da. Siehst du, ich höre dich doch schon. So laut bin ich genau wieder nicht. Doch. Da bist du doch schon wieder. Jedenfalls sehe ich dich schon. Hallo. Salut. Du bist bei mir unsichtbar. Ich sehe nur ein Salutmännchen. Irgendwas beißt mich hier. Dein Ego, dass ich weiß. Mein Ego? Warum immer mein Ego? Lass mein Ego aus dem Spiel. So, welche hast du jetzt schon angeschossen? So, kann ich jetzt benutzen? Denk dran, die hauen mit der Zeit auch ab, ne? Ja, du darfst jetzt bumsen. Glaube ich. Seh nix. Na, jetzt machen die wieder einen Blödsinn hier. Jetzt bin ja auch ich wieder da, ne? Ach so. Sagen die, ne, 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 ne. So. Ah. Sei doch mal still, Mensch. So, Nummer 1 haben wir. Nummer 2 krieg ich gleich auch nochmal auf den Senkel. Grognaks Axt. Nachtaktiv. Na toll. Nacktaktiv? Ja. Aber du würdest mir bestimmt gleich einen richtig knorkigen Gefallen tun, oder? Die wäre? Du würdest für mich Thunder Mountain verteidigen. Wieso soll ich für dich Thunder Mountain verteidigen? Ja, weil ich zu meiner Gewerbefarm verteidigen muss. Also, okay. Aber ich muss eigentlich Questen machen. Ich habe eigentlich nicht so viel Aufnahmepotenzial hier, ne? Ey. Ich mache dir immer deinen Kaffee, ne? Jetzt. Nachtaktives Kampfgewehr. Habe ich heute was mit nachtaktiv gesoffen, oder was? Nacktaktiv. So, und du willst da hinten auch nochmal? Na, dann komm mal her.
So. Haben wir jetzt alle? Wunderbar. Aussteigen. Na gut. Für den Kaffee. Und ich bin zu voll. Okay, jetzt darf ich. Für den Kaffee verteidigen wir. Weißt du denn, was es ist? Auf was muss ich mich jetzt einstellen? Wenn es mir angezeigt wird, kann ich es dir sagen. Nee, das wird dir nur kurz angezeigt, dann bist du ja nicht mehr im Event-Bereich. Wird es ausgeblendet. Kann ich dir nicht sagen. Okay, irgendwas, was schießt. Oder auch nicht. Das hört sich nach Befreiern an. Schon wieder? Befreier, auf sie! Und Verbrannte! Ich weiß zwar nicht, wo ihr herkommt, aber egal! Mit dem OPP-Stock drauf da! So. Die erste Welle habe ich schon mal. Und, warum konnte ich jetzt hier Holz sammeln? Ganz merkwürdig. Das ist unsichtbares Holz. Ich höre euch, Attacke! Mit dem Todesoperstock. Okay. Ich habe 100 Wauzis. Ich bin gleich schon mit deinem Befreiern durch, du. Ich bin im Speed-Modus. Sollst du sie nicht durchnehmen, du sollst sie töten. Ja, weil ich sie ja durchgenommen habe, sind sie tot, weißt du? Wow. Puh. Okay. Oh. Dafür habe ich mir jetzt 3 Fusionskerne geklaut. Ey, die brauche ich, ja? Ich habe nur 18. Kriege ich gefälligst wieder. Die haben mich gerade sowieso überladen. Boah, wo ist denn diese blöde Töle? Jetzt habe ich mich auch gerade bei den Befreiern gefragt. Aber die sind fertig. Aber ich höre hier immer noch Befreier. Ja, dieser Hund macht mich aggressiv. Immer diese Hunde, ne? Schlimm. Hast du nirgendwo dein Häuschen hier hingestellt? Nee. Oh, du baust Uranerz ab? Nee. Doch, du hast doch den Extraktor da hingestellt. Ja, aber ich dachte, das ist Säure. Und wo ist dieser scheiß Hund? Ich brauche hier mal irgendwas, sonst kann ich hier mehr gar nichts mehr machen. So, machen wir einmal kurz so und so und so. So, einmal kaputt machen. Schmeckt's? Weiß ich nicht. Pui. Hast du den Hund gefunden? Ja. Na, naja, war es ja wenigstens keine hundelose Folge. Oh Mann, der war schlecht. Ja, ich musste solche Flachwitze bringen, wie man immer nach 5 Leveln kriegt. Ich muss aber der mich war ja noch Niveau, nicht mal lustig. Ich muss mich dem Niveau anpassen. Ja, dann mach's aber wenigstens lustig. Okay. Ah nein, ich will nicht die Verfolgung beenden, ich will dahin porten. Du hast immer Probleme mit der Gewebefarm, ne? Die Gegner zu finden. Gewerbefarm war schon richtig. Gewerbe? Was ist jetzt? Gewerbe? Gewebe? Gewerbe. Maulwurfsratte? Nee, so heißt die Farm nicht, ne? Nee, die heißt ja Raketenmaulwurfsrattenfarm. Warum habe ich eigentlich immer so ein Glück, dass bei mir die Gegner nicht spawnen?
Ich weiß nicht. Habe ich mich in die Luft schrauben? Wie in die Luft schrauben? Ja, bevor ich irgendwas zerstöre, muss ich, schraube ich mich lieber in die Luft. Ja, aber wie geht das? Kommt denn der auf einmal her? Also, wie kann man sich in die Luft schrauben und so? Ich glaube, das führen wir dann mal aus, dieses Thema. Okay. Der war auch ein ganz schöner Zappel, Philipp, hier. So, einmal kurz hier durch und da drin fliegt gleich irgendwann in die Luft. Einfach weiterlaufen. Haben wir nicht gehört. Nichts gesehen, nichts gehört. Sag mal, will der mich jetzt verarschen? Ich weiß es nicht. Weißt du, ich laufe den Abhang hoch und er läuft dann runter. Das ist gar nicht lustig. Tja, jetzt weißt du, wie es mir manchmal geht. Der hatte Angst vor dir. Was anderes war das nicht. Ich bin doch ganz lieb. Ja, ja. Speise nur. Du zeigst deine Liebe, indem du die Leute zusammen verprügelst. Ja, ja. Gut. Ja, das ist die Faust des Schmerzes. Oh, 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 oh. Ja, dann sollten wir jetzt mal ganz schnell die Folge beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Also, schaltet wieder ein und lasst euch nicht von meiner Frau hauen. Bis dann.